Ich habe ja dann lange Zeit nicht mehr in Berlin gedreht, habe ein bisschen von der Ferne verfolgt, dass sie alles Mögliche macht, auch gewagte Sachen. Den Film insgesamt habe ich als offensive, feministische Statement in Erinnerung. Wann ist der gemacht? 98? Ich habe den eigentlich erst später irgendwo, glaube ich, auf Video entdeckt und war wirklich nochmal verblüfft, wie unglaublich frisch der ist. Ist ja ein richtig tolles Zeitdokument. Originell in jeder Hinsicht und sie sowieso umwerfend. Dass die das konnte, sich so offenlegen, dass sie so aus sich rausgehen konnte. Wenn Sie schmutzige Wäsche suchen, da hinten ist welche im Wäschekorb. Das ist, was, glaube ich, auch so wahnsinnig Spaß gemacht hat an dem Film, ne? Wie sie mit der Weiblichkeit umgeht, also wie sie das durch den Kakao zieht, wie sie aber andererseits mit ihrer Erotik durchaus auch offen umgeht. Dass sie auch keine Hemmung hatte. Mal ist sie sexy girl, dann ist sie irgendwie sozusagen eine Unternehmerin, dann muss sie die Männer mal wieder auf Vordermann bringen. Nicht aggressive Weiblichkeit, sondern so frei interpretierte, witzige, kreative Weiblichkeit, ja? Sotzen so, ist eure etwa größer als meiner? Das haben sich zu der Zeit, weiß ich nicht, wer sich sowas getraut hat, das war ja wirklich ultra-punk. Und trotzdem bleibt sie immer in jeder Situation eine wahnsinnig moderne Frauenfigur. Ja, gewagt ist das richtige Wort. Das macht ihn aber auch so immer noch überraschend, glaube ich. Der Film wirkt so spielerisch, dass man denkt, kann man doch einfach nur stolz sein, dass man den gemacht hat.